Aloha und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Shine Your Light Interview. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Gregor Dorsch spreche. Gregor ist ein ganzheitlicher Online-Unternehmer, der gemeinsam mit seiner Frau und einem Team ein wundervolles Online-Unternehmen führt, nämlich Teile deine Botschaft. Gregor hat aber auch fundierte Erfahrungen im Unternehmensaufbau. Er war schon einmal Unternehmer und selbstständig, und er hat auch lange Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und mit Gregor möchte ich mich heute unterhalten über das Thema organisches Wachstum. Und wir beleuchten die Phasen eines organischen Wachstums und gehen der Frage auf den Grund: Ist organisches Wachstum besser als schnelles und forciertes Wachstum? Lass dich gerne inspirieren von diesen wundervollen Gesprächen, auch von den Einsichten und auch persönlichen Erfahrungen von Gregor. Und du wirst auch erfahren, warum Gregor jetzt mit seiner Familie auf Zypern lebt, ja, und was ihn sonst so bewegt. Ganz viel Spaß und Inspiration dabei! Hallo, lieber Gregor, so schön, dass du da bist und dass du uns deine Zeit schenkst und die Einsichten, die du bisher gewonnen hast aus deinem Online-Business oder überhaupt aus deinem Leben. Und ja, wenn du möchtest, dann stell dich ganz kurz nochmal selber vor. Ja, gerne. Herzlichen Dank, Stefanie. Gregor Dorsch ist mein Name. Ich bin Vollblutunternehmer, großer Freund von organischem Wachstum. Darum soll es ja auch heute gehen. Genau. Und unter anderem, ja, also habe selbst mein eigenes Unternehmen gegründet, 2006, 2012 meine Anteile verkauft, war dann Unternehmensberater lange Zeit, da habe ich viel lernen dürfen. Und ja, dann auch Business Angel, Investor, alles, was Unternehmen und also als Unternehmensentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, diese Kombination betrifft, das fasziniert mich eigentlich. Wow, sehr schön. Ja, ich glaube, man kann ja auch das eine nicht ohne das andere haben. Also was meine Erfahrung jetzt einfach betrifft, ist, dass wenn du persönliche Themen hast, dann spielen die immer ins Business mit rein und umgekehrt auch, das spiegelt sich ja wieder. Ich finde es nochmal interessant, weil dein Ding ist ja so, was du mit deiner Frau zusammen machst, teile deine Botschaft, wo du oder wo ihr ja dann Menschen unterstützt, auch teilweise sehr spirituelle Menschen, aber auch so ganz normale Unternehmen, einfach so eine Art Online-Unternehmen aufzubauen mit Online-Kursen. Und das ist so ein nachhaltiges System, wo ihr ja auch Coachings gibt und so weiter. Vielleicht magst du aber noch mal kurz sagen, was euch, dich, deine Frau, die Familie nach Zypern verschlagen hat und ja, wie ihr auf die Idee gekommen seid, überhaupt diese Business-Idee umzusetzen oder dieses Business zu gründen. Ja, gut, das ist jetzt auch eine lange Geschichte. Ich mache es mal kurz. Wir hatten Ja. eigentlich so ein Vorbildsleben, wo man versucht hat, Nachbarn zu einem Hey Wow zu bringen. Also das, was einem die Gesellschaft so lehrt, was toll ist, das haben wir versucht auch so zu machen und auch so toll zu sein mit dem obligatorischen Haus und unseren zwei Kindern und Autos vor der Haustür, allem drum und dran. Ich war Unternehmensberater, wir haben beide super verdient. Na, die dann war im Key-Account. Wir hatten dann, waren schon immer eigentlich Offline-Business und dann auch als Online angefangen hat, waren wir dann auch da und hatten dann plötzlich, also wir haben alles so gemacht, wie man so macht und haben dann plötzlich gemerkt, ups, unsere Ehe ist durch. Es war 2017 und es war nicht irgendwie 5 vor 12, sondern es war 5 nach 12, also das war mehr als durch das Thema. Und dann hat eigentlich jeder erwartet, dass wir dann im Prinzip uns scheiden lassen, Haus verkaufen, wie man das so macht. Und wir hatten zum Glück noch 2 Jahre vorher angefangen, selbst eine Ausbildung im psychotherapeutischen Bereich zu machen. Und das hat uns gerettet. Und wir haben gesagt, nee, nicht scheiden, Haus verkaufen, sondern Haus verkaufen und endlich mal die Fragen beantworten, die uns wirklich von innen her auf der Seele brennen. Ja? Also mal wirklich unsere eigenen Antworten zu finden. Wie möchten wir als Paar leben? Wie möchten wir als Familie leben? Wie möchten wir überhaupt leben? Wie möchten wir oder wo möchten wir leben? Mit wem möchten wir leben? Und wie möchten wir Business machen auch? Und zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, wir haben alles verkauft, also ich habe meine Unternehmensberatung gekündigt, Nadine hat ihren Job gekündigt, wir haben das Haus verkauft, alle Autos verkauft, also alle Einnahmekanäle gekappt und sind auf Weltreise gegangen mit unseren Kindern, um zu lernen, um diese Antworten zu finden für uns. Seit einem Jahr sind wir tatsächlich hier in Zypern hängen geblieben, weil es uns unglaublich gut gefällt. Also ist uns sozusagen unsere erste Homebase. Wir verstehen uns nach wie vor noch als weltreisend, allerdings hier mit einer Homebase. Man kann ja auch beides verbinden, ne? Absolut. Und Und davon sollen es mal so 2, 3 werden.
Ja, und was ich sehr mutig finde, ist, das ist ja auch ein Riesenschritt, erstens mal zu sagen, okay, ich kappe alle bisherigen Unternehmungen, ich kündige meinen Job, ich gehe aus Deutschland weg und fange ein ganz neues Leben an. Das ist ein extrem mutiger Schritt, den viele Menschen nicht wagen. Also Ja. Hut ab. Also Ja, wir haben oft darüber diskutiert, tatsächlich, ist es Mut oder ist es kein Mut, weil in der Situation denkst du nicht nach, ob das jetzt mutig ist oder nicht. Das war einfach war der einzige Ausweg, ja. Die Zukunft kommt von vorn, von nirgendwo anders. Und die andere Alternative wollte irgendwie keiner. Deswegen war es tatsächlich kein Mut, aber ich bin überzeugt, naja, ich bin nicht überzeugt, ehrlich gesagt, wir diskutieren auch das oft. Braucht es solche Krisen, braucht es solche auslösende Elemente, ja, braucht solche Arschtritte des Lebens, um die Energie zu kriegen, nach vorne loszuspringen. Und darauf habe ich noch keine Antwort, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal, also wir haben sehr viele weltreisende Familien kennengelernt. Nahezu alle haben solche auslösende Momente gehabt. Ganz interessant. Ja, ich kenne das von mir selber auch, aber auch von meinen Kundinnen und Klientinnen. Ich glaube, aktuell braucht es das tatsächlich noch. Also es muss oft ein Leidensdruck da sein, weil, naja, unsere Gesellschaft ist ja nicht so aufgebaut, dass wir uns oft, so wie ihr gemacht habt, nach innen gehen und fragen, was will ich eigentlich? Passt mir das überhaupt? Ist das überhaupt stimmig für mich? Aber ich glaube, es wird immer mehr Menschen bewusst, dass es eben nicht so ist, was sie aktuell haben, was sie erfüllt. Und aber oft braucht es dann diesen Leidensdruck oder eben, was du sagst, so einen kleinen Arschtritt des Lebens, um wirklich voranzugehen. Ich glaube aber in Zukunft, wobei ich nicht genau weiß, wann Zukunft dann ist, wird sich das auch so einspielen, dass man, glaube ich, von innen raus einfach merkt, ich möchte gerne einen anderen Weg gehen und den dann einschlagen kann. Aber ich glaube, Ja, denke aktuell ich ist auch. Ich schon hoffe so. zumindest, ja. Okay, wunderbar. Und dann reden wir jetzt gerne über organisches Wachstum. Wir haben ja vor kurzem gesprochen und da hast du dieses Stichwort so in den Raum gestellt. Und ich dachte so, wow, das klingt so gut, das fühlt sich so gut an. Da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen und deine Erfahrung sowohl als Unternehmensberater, wobei wir werden uns jetzt nicht so sehr auf diese alten Methoden fokussieren, aber auch so jetzt deine persönlichen Erfahrungen, die du einfach hast, um den Aufbau eines Business rum. Ja, aber auch insgesamt, ich glaube, es geht auch ja immer um die persönliche Entwicklung. Auch da spielt ein organisches Wachstum eine große Rolle. Genau. Genau, vielleicht magst du einfach mal sagen, was für dich organisches Wachstum ist, warum das für dich ansprechend ist, warum dich das bewegt. Ich habe da eben viel sehen dürfen in meiner eigenen Gründung und auch in meiner Unternehmensberatungszeit. Von mittleren, kleine Unternehmen, große Unternehmen, Konzerne war alles dabei und auch bei mir persönlich. Und was ich immer wieder feststellen musste, sage ich jetzt mal, dass jeder immer nach einer unglaublichen Entwicklungsgeschwindigkeit strebt. Dieses endlose Gefühl, nicht genug zu sein, das ist in unserer westlichen Welt ja sehr, sehr stark verbreitet und quasi führt dann quasi irgendwie dazu, dass wir meinen, Entwicklungen unglaublich schnell oder schneller machen zu müssen, dass wir besser sind, dass wir uns besser fühlen, wenn wir schneller sind. Und das ist tatsächlich ein relativ großer Trugschluss und das habe ich auch bei vielen Unternehmen sehen können, was man da sehr, sehr schön sehen kann, ist einfach, da gibt es ja sowas wie das Gegenteil von organischem Wachstum ist dann ein künstliches Wachstum sozusagen. Und bei Unternehmen heißt es einfach Geld rein, viel Geld rein. Ja? Viel Geld rein, viele Leute einstellen, möglichst schnell viel Marketing machen, sehr, sehr schnell groß werden. Und alles, was ich da gesehen habe, ich sage das, ich habe das früher immer sehr provokant gesagt und ich sage das auch gerne noch. Also ich sage es gerne nochmal so provokant und dann gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Alles, was ich an künstlichem Wachstum in meinem Leben gesehen habe, hat immer mehr oder immer wesentlich mehr die Charakteristika eines Krebsgeschwürs gehabt, als das eines schönen Baums oder einer schönen Blume oder irgendwas, was schön gewachsen ist an sich. Ja? Hat immer an irgendwelchen Stellen einfach gehakt und irgendwelche komischen Ausblühungen bekommen, die einfach nicht mehr gut waren. Ja? Bei Unternehmen war das eben sehr, sehr häufig so, dass dann im Prinzip Investoren reinkamen, dann war plötzlich viel Geld da, dann wurden viele Leute eingestellt. Man hatte oft so einen Startup-Charakter dann mit 30, 40, 50 Leuten und hat sich ganz toll gefühlt als Startup, hat noch einen Kicker reingestellt und vielleicht noch eine Schaukel ins Büro. Und trotzdem war ein extremer Druck und der war im Prinzip dafür da, dass die eh schon reich sind, die ganzen Investoren noch reicher wurden. Und dafür hat sich jeder da den Allerwertesten aufgerissen. Ne? Und auch so ein Punkt, wie ich sage, also
irgendwie so richtig sinnvoll ist es nicht. Ja. Auf der anderen Seite, alles, was ich an organischem Wachstum gesehen habe, das dauert immer ein bisschen länger, aber ist unglaublich stabil. Meistens in irgendeiner Weise sehr individuell, aber unglaublich schön auch. Hat einfach, trägt einfach Blüten, die einfach da sind. Und ich vergleiche das inzwischen immer sehr, sehr gern mit diesem Beispiel, mit diesem Apfelbaum. Ich weiß nicht, warum wir in unserer westlichen Welt immer vor diesem Apfelbaum stehen und sagen, Apfel, werde reif und ach, und dann geht man jede zweite Sekunde geht man hin und sagt, Apfel, aber jetzt wirst du doch endlich mal reif, du hast hier Ziele zu erfüllen. Und ja, und dann irgendwann wird es einem zu blöd, dann reißt man halt den Apfel runter, der ganze Ast kommt mit, man beißt rein, das ganze Ding schmeckt sauer, aber es geht schon irgendwie und man hat dann die Äpfel irgendwie geerntet und ja, und weiter, nächster Baum und so, ja. Und auf der anderen Seite könnte man auch einfach nur ein bisschen länger warten, mit ein bisschen Geduld. Dann ist der Apfel von alleine reif, er fällt von alleine runter. Ich muss nur im richtigen Moment am richtigen Ort stehen, dann muss ich überhaupt nichts tun. Ich muss nichts abreißen, brauche nicht mal eine Kraft, nicht mal eine Leiter, muss bloß meine Hand aufhalten und der Apfel fällt mir in die Hand und er schmeckt unglaublich süß und wunderbar toll. Und dieses Beispiel, das ist immer so eine Sache, die sehe ich sowohl in Businesses, also bei Unternehmensentwicklung, wie auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also ja. Meine These ist tatsächlich inzwischen noch mehr, meines Erachtens gibt es tatsächlich sowas wie ein künstliches Wachstum gar nicht, auch wenn wir danach streben. Und dieses Bewusstsein, auch organisch wachsen zu dürfen, sich das einzugestehen und diese Geduld mit den Sachen zu haben, das ist meines Erachtens so ein bisschen die Kunst des Businesses, aber auch die Kunst der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und wenn man mal genau hinschaut, Entwicklungen, also was ja auch immer Wachstum ist, ja, also ja. Wachstum hat immer sehr viel mit Entwicklung zu tun. Entwicklungen lassen sich eigentlich nie wesentlich beschleunigen, aber auch nie wesentlich verzögern. Auch das ist ein ganz wichtiger und witziger Punkt. Das finde ich interessant. Okay, magst du da nochmal näher drauf eingehen? Dieses Grashalm-Beispiel kennen sicherlich auch viele. Ja? Wenn du einen Grashalm hast, der wächst und wenn du dran siehst, wächst er nicht schneller. Und wenn du eine Teerdecke drüber baust, sondern er noch irgendwas an Lebenskraft in sich hat, dann kommt der halt auch durch diese Teerdecke durch, ja, irgendwann. Ja. Also es gibt schon Sachen und da muss man, und das ist eigentlich dann so das Interessante, worum es dann eigentlich geht. Also man kann natürlich eine Pflanze sehr schön in ein Gewächshaus stellen, man kann sie schützen, man kann sie düngen, man kann sie gießen, ihr Sonne geben und ihr Musik vorspielen und noch ab und zu einen Pussy geben und dann wächst sie natürlich besser, ganz klar. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich glaube, die Natur gibt uns ja auch ein gutes Beispiel, weil deine Beispiele sind ja auch aus der Natur entlehnt, die du jetzt genommen hast. Und wie du sagst, so Geduld und auch wertschätzen, dass es einfach einen Prozess braucht, der eine Zeit dauert. Das ist was, was noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist. Aber was ich auch bei meinen Beratungen, da geht es ja tatsächlich auch oft um Berufung, natürlich spiritueller Art, aber es geht darum, nicht sofort irgendwie den Job hinzuschmeißen, zu kündigen und dann morgen schon super berühmt sein zu wollen, weil es braucht auch einen inneren Entwicklungsprozess. Ich meine, ich muss erstmal bereit sein, mich selber wertzuschätzen. Ich muss auch bereit sein, irgendwie nach außen zu gehen. Das sind jetzt nur ein paar Punkte, aber das ist auch ein Prozess und der darf auch in der richtigen Zeit, wie du sagst, stattfinden. Das finde ich toll. Viele so Mangelpunkte, die man so als Mangel wahrnimmt an sich selbst oder also gerade an sich selbst natürlich oder auch an anderen, das sind einfach Dinge, die halt noch nicht die Zeit haben. Die kommen dann schon. Ja? Aber man denkt, es ist ein Mangel, wenn ich noch keine Frucht am Ast habe, egal ob Business oder persönlich, oder noch keine Blüte da ist, ja. Aber nein, die kommt, es gibt eine Zeit dafür. Und das sind auch so einige so Sachen, wo ich halt auch gemerkt habe, dass Ziele in der Art und Weise, wie wir sie momentan verstehen oder auch leben, praktizieren, also nach meiner Sicht zumindest absolut kontraproduktiv sind. Ja? Oh, wow. Okay. Wenn man da mal schaut, also Ziele sind gut, ich habe nichts gegen Ziele, ganz im Gegenteil, aber in der Form, in der wir sie leben, mit diesem Zielerreichungsanspruch, haben sie ein echtes Problem. Und zwar, das Thema ist tatsächlich, dass man wirklich mit Zielen sozusagen, also wenn ich mir ein Ziel setze hier drüben, ist das quasi mein Sollzustand, der wunderbar ist. Ich katapultiere mich mit dem Setzen des Ziels quasi automatisch sofort aus dem Hier und Jetzt heraus und definiere das Hier und Jetzt als Mangelzustand. Wow, das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich echt unterstreichen möchte. Super.
Erzähl gerne mehr drüber. Und was dann passiert, also ich habe dann hier Sollzustand, ist Fülle, Istzustand ist quasi Mangelzustand. Mhm. Und jetzt bin ich genau in diesem Zustand, den ich nicht möchte, also Resonanzprinzip, ja, also dass ich im Prinzip das, was ist, was ich jetzt wahrnehme, im Prinzip multipliziere durch das Resonanzprinzip, anziehe, genau. Multipliziere. Und das wächst dann auch. Ja? Und dann habe ich im Prinzip genau diesen Mangelzustand geschafft und schicke den raus ins Universum. Und der kommt wieder zu mir zurück in mannigfaltiger Form. Und so möchte ich es eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Und die große Kunst ist, oder wenn man mal nach Zielen schaut oder nach Erfolgen, ja, das ist ja immer mit diesem Wachstum und Erfolgen. Also ich glaube mal, jeder, also ich habe noch keinen einzigen getroffen, der mir das widerlegt hätte. Ja? Und ich frage auch immer sehr, 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 sehr bewusst nach. Die großen Ereignisse, die großen Erfolge des Lebens, oder die großen Geschenke, die großen Ereignisse in meinem Leben, die ich als Erfolge bezeichnen würde. Also bei mir war es wirklich ausschließlich, habe ich nie selbst gemacht. Das waren immer sehr viel mehr Geschenke des Lebens, am Wegrand des Lebens, wo das Leben mit offenen Armen dastand. Und mein Gregor, schau mal her, da habe ich was Schönes für dich. Und oft war ich auf der Autobahn unterwegs und bin schnurstracks von A nach B zu meinem Ziel gefahren und bin dran vorbeigefahren. Nein, ich habe jetzt da keine Zeit dafür. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich diese Zeit hatte, mich darauf einzulassen, dann kamen die großen Geschenke des Lebens. Natürlich habe ich auch mitgemacht. Es geht nie, also Erfolge gehen nie ohne, dass man auch selbst seinen Beitrag dazu leistet und im richtigen Moment auch dann da ist oder auch dann es annehmen kann. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man offen ist und auch sich selbst wert ist, das wirklich empfangen zu dürfen. Und ja. Natürlich auch das Bewusstsein hat zu sehen, wie du jetzt sagst, so wenn ich die ganze Zeit nur stur geradeaus auf der Autobahn fahre, so mit möglichst schneller Geschwindigkeit, dann sehe ich gar nicht das, was das Geschenk das darstellt, dann fahre ich dran vorbei. Super. Absolut. Wertvoll, ja. Und insofern sage ich gerade über Ziele, also Ziele sind insofern gut, weil sie haben zwei wichtige Funktionen. Und diese Funktionen sind sehr, sehr gut. Also erstens mal geben sie mir eine Richtung. Mhm. Das ist super. Richtung ist schön, so eine Art Kompass. Und zweitens, sie bringen mich in Bewegung. Also im Prinzip von meiner Couch runter, aus meiner Komfortzone raus und so komme ich in Bewegung und habe eine Richtung. Und die zwei Sachen sind gut und wenn ich jetzt quasi noch diese dritte Eigenschaft dazu füge, mit offenen Augen auch den Weg anzuschauen und offen zu sein für die Geschenke des Lebens, die da auf mich warten, wird meistens guter Erfolg draus. Und zwar Erfolg in dem Sinne, dass man auch wirklich reich, also erfolgreich in dem Sinne, dass man wirklich auch reich ist, in dem was folgt. Oft, wenn man so von A nach B fährt, mit maximaler Geschwindigkeit und nur dieses B erreichen will, dann passiert sehr, sehr häufig, ja, so ein, ich nenne es immer so dieses Rennfahrersyndrom, dass ich wie so ein Formel-1-Fahrer da auf so einer 60 Mal im Kreis rumfahre, unglaublich, mit 350 Sachen fahre ich da durch die Gegend. Ganze Teams sind involviert, ich verbrate unglaublich viel an Brennstoff, an Benzin und allem drum und dran, verbrate ein paar Reifensätze. Und am Schluss fahre ich mit Volker Racher durchs Ziel, bin der Erste, komme aber genau da raus, wo ich gestartet bin. Ja. Und also mit einem riesigen Aufwand komme ich genau da raus, wo ich gestartet bin, habe dann gewonnen. Ja. So fühlt sich dann oft so ein Zielerreichungserfolg an. Über den freue ich mich auch kurz. Er macht mich, wie der Gerald Hüther immer so schön sagt, so kurzzeitig glücklich sozusagen. Ja. Mhm. Aber es passiert eigentlich keine Fülle. Genau, man fühlt sich nicht erfüllt. Richtig. Ja. Und Erfolg hat für mich, oder auch Zielerreichung oder so oder Wachstum und Entwicklung hat für mich, also Erfolg ist für mich inzwischen nur noch Erfolg, wenn auch eine innere Fülle passiert. Wow, wunderbar. Sagst du es bitte nochmal so als Statement, das finde ich nämlich jetzt total cool. Ja, also Erfolg ist für mich immer nur dann Erfolg, wenn auch eine innere Fülle passiert. Wow. Mhm. Und unterschreibe ich dir zu 100%, ist so. Ja. Nicht, meines Erachtens müssen wir da wieder zurückkommen. Also ich nehme mich da nicht aus. Also immer wieder auch achtsam und auch geduldig. Einfach diese Geduld auch mal zu haben. Auch mal Dinge, die nicht in Ordnung sind oder von denen ich meine, die sind noch nicht in Ordnung bei mir. Die müsste ich noch entwickeln. Ja? Denen einfach mal Zeit zu geben. Ja, meine schnelle Sprache, ja, das ist halt einfach so. Einfach mal gnädiger sein mit sich selbst. Sagen, okay, momentan ist es noch so. Ich nehme sie in den Arm, nehme es mit und irgendwann wird es reif sein. Und wird es besser. Ja? Ist ja nicht so, dass ich nichts tue. Ja? Genau. Was mir auch aufgefallen ist, was auch ein Thema war, gerade in der letzten Zeit bei mir selber, aber auch bei Frauen, ist so eine Art von Überforderung. Aber die entsteht ja auch, wenn ich
zu viel, zu schnell will oder meine, jetzt alles auf einmal machen zu müssen, weil vielleicht auch ein Druck von außen da ist und so weiter. Das ist auch so. Und was ganz wichtig ist, dass man auch mal zurückschaut, also nicht auf Misserfolge, sondern auch Erfolge im Sinne von, oder was man, wo man eigentlich bis hierher gekommen ist, dass man mal sagt, okay, wow, ich bin den Weg gegangen, vielleicht habe ich noch nicht die Erfolge, die vermeintlichen Erfolge, die da draußen als wertvoll gelten, erreicht, aber wie habe ich mich schon entwickelt? Was habe ich alles erfahren dürfen? Und das auch wertzuschätzen, das finde ich auch wichtig, dass man da mal so innehält und mal schaut, wow, ich bin eigentlich doch viel weiter gekommen, als mein Verstand mir ganz oft suggeriert. Ne? Das finde ich auch wichtig. Genau. Das ist tatsächlich auch, ich meine, das kennt man ja auch, aber diese, also einer der stärksten Elemente ist ja wirklich auch diese Dankbarkeit. Mit der kommt man sehr, sehr einfach, sage ich jetzt mal, immer noch schwierig genug, aber sehr, sehr einfach ins Hier und Jetzt als Füllezustand. Also als, wenn man mal so ein bisschen anfängt, dankbar zu sein, man gibt es ja diese Übungen, dann muss man sich mal 10 Punkte genau aufschreiben auf einen Zettel, wo man dankbar ist. Das habe ich dann auch mal gemacht. Das ist mir noch relativ schwer gefallen. Und dann irgendwann habe ich mal einen 11. dazu getan. Dann irgendwann ist mir nochmal einer eingefallen, dann war es mal 15, 16 und so. Inzwischen kann ich mich da innerhalb kürzester Zeit, kann ich das losrattern und eigentlich nicht mehr aufhören. Ja? Und mit diesem Gefühl oder mit diesem Bewusstwerden dessen, was ist, also dieses Einlassen auf dessen, was ist, das Akzeptieren dessen, was ist und dann auch das Wertschätzen dessen, was ist, kommt man nämlich genau ins Gegenteil von dem, was man vorhin mit den Zielen hatte, eben nicht in Mangel, sondern auch wirklich in die Fülle und ins Hier und Jetzt. Und das sind genau die Botschaften, die man rausbringen möchte ins Universum. Und das sind eigentlich die Sachen, die man in Resonanz bringen möchte, ja. Gibt es denn jetzt so aus deiner Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob es es gibt, weil ich beschäftige mich nicht so intensiv mit so Business-Theorien. Ich mache es einfach meistens und dann läuft es irgendwann. Mhm. Meistens. gibt es denn so Wachstumsphasen? Ja, also Wachstumsphasen, die kennt man im Business extrem gut. Also das sind im Prinzip diese Doppel-S-Kurven. Also das sind immer diese 4 Phasen. Mhm. Die immer wieder so kommen. Das ist immer so eine Doppel-S-Kurve. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gespiegelt bin, aber man hat im Prinzip so eine Startphase, so eine Seed-Phase, eine Anfangsphase, so eine Pflanzungsphase. Dann irgendwann kommt eine relativ steile Wachstumsphase. Dann gibt es oben, irgendwann hört dieses Wachstum irgendwann mal wieder auf. Das ist so die Reifephase. Und dann ist so eine Declining, also so eine wieder eine Niedergangsphase sozusagen. Und das ist so eine ganz normale, man nennt es Wachstumszyklen von Businesses, aber auch von Pflanzen, von Produktzyklen. Also das kann man auf alles Mögliche übertragen, auf Menschenleben, auf Autoleben, auf alles Mögliche. Überall gibt es diese Doppel-S-Kurven. Was man im Business so versucht, ist einfach diese Doppel-S-Kurven sozusagen so aneinander zu reihen, sodass es dann quasi in Summe dann wieder so eine große Doppel-S-Kurve gibt. So ein großes Wachstum gibt. Aber also diese Phasen hat man eigentlich immer. Interessanter finde ich aber eigentlich eher so diese Wachstumsverhinderer oder die Entwicklungsverhinderer und Entwicklungsdünger sozusagen. Ja? Oder oh wow, ja, das klingt super. Lass uns da nochmal teilhaben an der Erfahrung. Ja, weil ich sehr häufig habe gemerkt, dass gerade in persönlichen Entwicklungen tatsächlich, also Entwicklung geht immer automatisch auf eine nächste Stufe. Das passiert ganz von alleine, da muss man gar nichts machen dazu, wenn alles erfüllt ist auf dieser unteren Stufe. Und eigentlich sollte man viel mehr danach schauen, was braucht es denn hier gerade noch? Oder und da passiert also sowas, ich meine, der Piaget hat es schon in der einer der ersten Entwicklungspsychologen oder Pädagogen, er hat es da eigentlich schon beschrieben, dass eigentlich immer eine Phase immer oder so Entwicklungsphasen immer ganz durchlebt sein sollten. Und erst wenn sie ganz durchlebt sind, man in die nächste Stufe geht. Und je stabiler die unterliegenden Phasen sind, desto stabiler wird auch diese ganze Entwicklung. Und das ist im Prinzip so das Grundprinzip von organischem Wachstum. Ja. Was man da oft merkt, ist, dass wenn der ganze Organismus schon strebt nach Wachstum, nach dem nächsten Schritt, das sind oft so Dinge, wo dann so diese Krisen im Leben oft passieren. Aber eine Sache hängt oder man hängt an irgendeiner Sache, dieses Hängen. Irgendeine Sache will nicht mit. Ja, die ist nicht bereit, bin ich nicht bereit, die loszulassen. Ja, weil das ist, wie soll ich das machen? Ja, oder
Bei uns war es damals das Hausverkaufen. Ja, das war tatsächlich so eine Sache, die hätte ich ohne eine Ehekrise überhaupt nicht rechtfertigen können, meiner ganzen Familie gegenüber nicht. Ja? Meine Brüder, meine Mutter haben sich alle da reingehängt und haben erst mal ein paar Jahre davor uns das ermöglicht, dass wir das überhaupt kaufen konnten. Und dann, jetzt würden wir da hingehen und es dann auch wieder verkaufen. Und dann war es noch das Familienhaus und so. Da war ich überhaupt nicht in der Lage dazu, überhaupt in diesen Dimensionen zu denken oder überhaupt offen zu sein. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass eine Loslösung von diesem Haus und alles, was damit so einhergeht, also die ganze Kindheit und alles, was so was also mitgeschwungen ist, dass das quasi ein Element ist, das mich quasi gehindert hat oder mich festgehalten hat, an einem Punkt festgehalten hat, dass das ganze Wachstum weitergehen darf. Und aus dem Grund halt eben viele solche, sich dann auch blödsinnige Sachen auch entwickelt haben, da gilt es viel mehr so zu hinterfragen. Bin ich frei genug? Bin ich bereit, alles, was ich habe oder alle Sachen, die mir so wichtig erscheinen oft, ja, auch loszulassen? Man muss ja nicht oft loslassen, aber man hat die Bereitschaft alleine. Das stimmt. Und sich da dem Lebensfluss wieder zu öffnen. Und das ist dann eben erst mit diesem quasi Arschtritt passiert dann, wo man halt so gemerkt hat, das war wie so ein Gummischnalzen, ne? Wo man dann gemerkt hat, es hängt noch alles an diesem Ding und die Bereitschaft war nicht da und sobald wir das dann durchtrennt haben, war so wie so ein Gummischnalzer. Dass sie da nach vorne woanders hingegangen ist, ne? Und dann konnte sich das ganze System, hast du richtig gemerkt, das ganze System sich so auf eine neue... Natürlich entwickeln wahrscheinlich dann auch, ne? Und das sind häufig so Sachen, also bei Beziehungen kennt man es, die einem nicht mehr gut tun oder sowas. Ja, wenn da oft so Elemente sind und man traut sich nicht, da einen Schlussstrich zu ziehen. Oft sind es... Ja, unterschreibe ich. Oft sind es auch so innere Sachen, oft sind es Glaubenssätze tatsächlich auch. Nicht immer, aber auch, die oft gar nicht so bewusst sind. Ja, viele von den Dingen, die man halt so gelernt hat, ja. Ich glaube, auch ganz wichtig ist, dass wir uns erlauben dürfen, in jedem Bereich unseres Lebens Entscheidungen neu zu treffen. Also es bedeutet nicht, dass ich mich nie festlege und von einem Tag zum anderen völlig mich umentscheide, weil dann entsteht ja ein totales Chaos und Verwirrung. Aber es ist wirklich legitim, eine einmal getroffene Entscheidung, wenn man wirklich fühlt, dass die nicht mehr passt, auch ins Gegenteil sich umzuentscheiden. Und das machen wir oft nicht. Also weil da natürlich auch Sachen dranhängen, wie du ja gesagt hast, jetzt Familie und vielleicht was auch immer da dranhängt. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns da die Erlaubnis geben, dass wir eine einmal getroffene Entscheidung einfach revidieren können und was Neues entscheiden können. Ist übrigens auch einer der großen Erfolgskriterien für Unternehmenserfolg. Und zwar, wenn du da mal schaust, sind tatsächlich also die Erfolgreichen und die wirklich... Die Großen, sage ich jetzt mal, haben wesentlich mehr Misserfolge als die nicht erfolgreichen in Summe. Einfach aus dem Grund, weil sie viel mehr Entscheidungen treffen. Mhm. Die haben oft so viel Angst, Entscheidungen zu treffen, weil sie falsch sein könnten oder so, ja. Und wenn man mal genau hinschaut, es gibt also wirklich maximal 1% an Entscheidungen, die nicht revidierbar wären. Mhm. Also wenn jetzt nicht gerade wirklich jemand stirbt dabei oder irgendwas wirklich passiert, wo man sagt, okay, das ist nicht mehr revidierbar, sind nahezu alle Entscheidungen, also wirklich fast 100% sind revidierbar. Mhm. Und aber das ist dann wirklich so eine Sache, also das ist, der Erfolg liegt quasi in der Entscheidungsgeschwindigkeit. Wie oft oder wie schnell bin ich bereit, Entscheidungen zu treffen und ohne Angst davor zu haben, mal eine falsche Entscheidung zu treffen? Ich glaube, es gibt auch gar keine Fehler, ehrlich gesagt, weil alles, was wir tun, da lernen wir draus. Deswegen, es ist ja oft so, in der Gesellschaft so, oh Gott, bloß keine Fehler machen, weil wie stehe ich dann da? Aber das stimmt nicht. Auch scheinbares Scheitern und scheinbare Fehler sind gar keine, weil ich lerne was draus und meistens was Schlaues. Ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Also das ist auch so eine ganz künstliche, komische Vorstellung, die wir da haben. Mhm. Also das könntest du keinem Kind irgendwie plausibel machen. Also wenn so ein Kind anfängt, es gehen zu lernen, ne? Und aufhören würde, nachdem es das 10. Mal hingefallen ist, dann würde keiner von uns, auf zwei Füßen stehen. Die fallen da 100 Mal hin oder 1000 Mal. Stimmt. Das ist denen völlig egal. Ja, dann heulen sie kurz und bin aufgestanden und weiter. So ein schönes Beispiel, dass man einfach dieses,
also dass das dazugehört, auch dass tatsächlich zur Entwicklung auch Fehler machen dazugehören. Das ist ein Teil, also deswegen auch Fehlerfreude, das ist Teil von Entwicklungs- und Lernprozessen ist. Ne? Wow, ja, das stimmt. Okay, gibt es denn noch was, was so jetzt krass man vielleicht vermeiden könnte oder was ein Wachstum blockiert und auch nochmal vielleicht so ein, zwei Punkte, die ein Wachstum in einer positiven und natürlichen Art und Weise fördern? Ja, dieses Blockieren ist tatsächlich, es gibt noch eine andere Sache, die betrifft mich jetzt aber relativ stark, ist dieses endlose Tun. Ja, immer so viel tun müssen. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die, ich vergleiche das immer sehr, sehr, sehr gerne mit einem, also wenn man das Leben, also den Lebensfluss mal so als Fluss sieht und wir haben halt so ein Paddelboot und haben noch so ein bisschen so ein Paddel, dann denken wir immer, wir müssten so rudern, dass wir quasi vorankommen. Ja? Tatsächlich, unser Rudern hat ein bisschen Einfluss. Man kann so, wenn man da vorne sieht, ah, da vorne geht es da und da lang, ich will nach links oder nach rechts, da gibt es eine Abzweigung, da kann man so ein bisschen steuern. Aber wir hätten diese Lebenskraft und dieser Lebensfluss, der passiert, der ist da. Ja? Also wir schwimmen auf einem Lebensfluss, auf dieser Lebensenergie, die uns geschenkt wurde, von wem auch immer. Ja? Das ist diese Kraft, die Äpfel auf Bäumen wachsen lässt, ja? Die kann sich keiner erklären kann. Und auf dem schwimmen wir. Und wir denken immer, wir müssten sozusagen die ganze Kraft dessen, was fließt, die müssten wir erzeugen. Oder so geht es mir zumindest. Ja? Also ich müsste so stark rudern, dass ich vorankomme. Und tatsächlich komme ich genauso gut voran, wenn ich einfach nur das Paddel einpacke und ab und zu mal schaue, okay, ein bisschen nach links, bisschen nach. Das finde ich auch super wichtig, weil ich glaube, das ist auch so eine falsch verstandene männliche, ich nenne es jetzt mal männliche Energie, dass durch Handeln, also klar, sich nur in die Hängematte legen, gut, wenn man schon auf einem ganz, ganz hohen Bewusstseinsniveau sind, dann kann man da auch Sachen manifestieren, glaube ich, irgendwann. Aber ich glaube, die Handlung gehört schon noch dazu, aber nicht handeln nur um des Handelns willen. Und das ist so eine falsch verstanden, auch gerade in der Gesellschaft oder eben auch im Unternehmen, oft so eine, dass man durch puren Aktionismus was aufbauen kann. Also das finde ich auch schwierig, ja. Genau. Und da geht es also um dieses Bewusstsein geht es da, also mir zumindest sehr, sehr häufig auch immer wieder, dass ich merke, wohin will denn eigentlich dieser Lebensfluss eigentlich fließen? Und dann darauf zu reagieren und zu sagen, okay, da würde ich jetzt ein bisschen links oder ein bisschen rechts oder fahren. Aber tatsächlich, was wir immer machen, wir versuchen immer Gas zu geben oder am besten noch einen Außenbohrer hinzubauen, dass wir noch schneller sind. Oder auch uns irgendwo festzuhalten an irgendwelchen Bäumen. Ah, nicht weiter, nicht weiter. Ja. Und tatsächlich der Lebensfluss an sich, klar, hat ja auch manchmal ein paar Stromschnellen drin und auch mal einen Wasserfall, wenn es mal ist. Aber also da kommt so dieses Urvertrauen ins Spiel, wo man sagt, ich lege mich auf diesen Fluss und ich weiß, ich bin eigentlich gut aufgehoben. Und ich glaube, so die ganz hohe Kunst ist dann auch wirklich die Stromschnellen und dann, wenn es wirklich spannend wird, ist auch tatsächlich mit allem Adrenalin sozusagen auch genießen zu können, dass plötzlich wirklich viel passiert. Auch so, ja. Die Geschwindigkeit dann oder mal die Langsamkeit genießen, aber auch die Geschwindigkeit. Genau. Wunderbar. Wow. Ja, da ist also, mir kommt da immer so dieses Tun müssen und dieses Paddeln, das kommt mir immer so ein bisschen in den Weg. Da versuche ich dann immer selbst der Fluss oder die Flusskraft zu sein und vergesse immer wieder, auf welchem schönen Fluss wir da eigentlich getragen hinfließen dürfen eigentlich, ja. Du, aber ich meine, du bist ja schon auf einem super Weg, allein, dass du das wahrnimmst und dass du gegensteuerst oder einfach nur mal sein lässt und eben nicht steuerst oder nicht paddelst, ist ja schon echt super wertvoll. Ich glaube, da dürfen auch so die klassisch geführten Unternehmen in unserer Gesellschaft noch einiges dazulernen. Und die werden, glaube ich, auch dazulernen müssen, weil ich persönlich glaube ja, dass Unternehmen, die einfach nur aus dem Kopf gesteuert sind und nicht so dem höchsten Wohle aller, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber es ist trotzdem meine Überzeugung, dienen, dass die irgendwann zerbröckeln und dass es genau darum geht, was wir jetzt besprochen haben, dass es einfach in Einstimmung mit uns selber, mit unserer Energie, mit dem Fluss des Lebens, mit der Natur einfach fließt. Und ich glaub, also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass es bröckelt. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass solche Rennfahrer, die so 60 Mal im Kreis rumfahren mit allen möglichen Ressourcen, tatsächlich, also man kann das schon auch so aufrechterhalten, man kann es quasi von Sieg zu Sieg zu Sieg zu Sieg sich
aufrechterhalten. Es gibt so eine Aneinanderreihung von so Glücksmomenten, die immer wieder verpuffen. Und man merkt, okay, es erfüllt mich nicht richtig. Was mache ich hier eigentlich? Aber ja, ist trotzdem cool. Ich mache es nochmal und ich mache es nochmal. Dieses Phänomen, das kann man relativ lange aufrechterhalten. Also ist auch tatsächlich erfolgreich in reinem monetären Sinn auch absolut, muss ich auch sagen. Mhm. Also das ist, Gefühl gehabt und ich habe eigentlich selten erlebt, dass es, also es ist eigentlich das Gemeine ist es eigentlich dran, dass es auch funktionieren kann. Und dass man sich tatsächlich in diesem oberflächlichen Sein tatsächlich halten kann. Also gerade wenn ich zu viel Geld habe, wenn es zu erfolgreich wird nach außen, ja, bin ich fast gefangen wie in so einem goldenen Käfig, der mich gar nicht mehr fühlen lässt, dass da noch eine Leere ist, die mich überhaupt nicht, wo diese Fülle nicht stattfindet. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also ich habe es auch sehr selten erlebt, dass gerade im KMU-Bereich, also im kleinen und mittelständischen Bereich von Unternehmen bis hin zu Bosch auch oder so, bis zu größeren Firmen, aber habe ich es immer erlebt, dass eigentlich gerade die Unternehmensleiter und Inhaber sehr, sehr verantwortlich waren. Die haben sich immer viele Gedanken gemacht um ihre Mitarbeiter. Das kam oft nicht rüber. Also gejammert wurde auch immer. Ja. Aber tatsächlich habe ich die Menschen gerade Unternehmer, immer als Menschen wahrgenommen, die erstens mal was tun, was anpacken, sich auch mal was trauen, auch was investieren, auch immer einen großen Blick haben, immer so einen Rundumblick haben, was kann da kommen. Ich glaube, man ist da schon, also ich glaube gar nicht mal, dass es so ein altes Unternehmen, also das, was man aus den Medien hört, das sind halt so die Wirecards oder sowas, die komischen Milliarden verschwinden lassen und sich dann wundern, oh, das Konto gibt es gar nicht. aber das ist eigentlich jetzt nicht das, was man normalerweise im Business erlebt. Also der normale Business ist eigentlich sehr, sehr bodenständig, muss ich sagen. Guten Unternehmer oder die meisten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, waren immer sehr, sehr bodenständig und immer so achtsam, wie sie halt konnten. Ich glaube eher, dass sich da jetzt in der ganzen Menschheit sich so ein bisschen was tut. Ja, das auch. Wo man einfach merkt, so, das war jetzt vielleicht auch mal ganz gut, ja, nach einem Krieg und allem drum und dran. Aber jetzt haben sich so viele Dinge so stark geändert, dass das einfach diese Maximen überhaupt nicht mehr stimmen, ne? Also nach denen wir streben. Das stimmt. Wow. Okay, ich würde jetzt ganz gerne noch, also erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Einblick und ganz vieles, was du sagst, kann ich wirklich sehr gut nachempfinden und auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wie unterstützt du denn konkret ganz kurz eben Menschen, die sich jetzt auch ein Online-Unternehmen aufbauen wollen und wo finden die dich denn? Also finden Sie uns auf teile-deine-botschaft.de und dieses Programm ist eigentlich auch mit unser Herzensanliegen. Und es ist aber trotzdem relativ spannend. Also was wir bieten, ist mal erstmal ganz, ganz klassisch erstmal Software, wir haben eigene Software entwickelt für Online-Videokurse, sehr, sehr nutzerfreundlich. Dann bieten wir aber dazu eben auch das ganze Consulting, also wirklich auch so das an der Hand nehmen und durchführen durch diese Prozesse, wie macht man einen Online-Videokurs. Also Online-Videokurse und Online-Kongresse, das sind so die beiden Kernbereiche, die wir so machen, mit eigener Software und mit Consulting. Und dann muss man aber auch ganz klar sagen, geht es halt immer und immer wieder auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Und das macht halt relativ viel Spaß, auch mit der Nadine, die ist ja jetzt fertig mit ihrer Ausbildung oder jetzt schon länger fertig mit der Ausbildung. Das sind so immer die drei Komponenten, die dazukommen, also die immer dabei sein müssen. Das eine so die Tools, die Werkzeuge, so das Haptische, was man anlangen kann. Dann eben so die ganze Business-Strategie, also wie gehe ich dran, also Online-Business. Es ist noch ein relativ junger Business, den gibt es ja erst seit circa 10 Jahren. Da tummelt sich noch einiges, was sich wahrscheinlich schwer bewähren wird über die nächsten Jahre. Aber es ordnet sich alles mal so. Ne? Und dann, wie gesagt, auch dieses persönliche Wachstum. Das sind so diese drei Sachen. Und unsere Firma, also unter der Teile deine Botschaft läuft, heißt tatsächlich die Elevation Group. Und tatsächlich ist diese Elevation, diese Erhöhung eigentlich auch der Versuch, Menschen zu helfen, bestmöglich zu helfen, in ihre eigene Größe hineinzuwachsen. Wow, das finde ich sehr gut. Und das eben, ja, mit diesem Slogan, teile deine Botschaft, das, was dir in dir drin ist, bring es raus in die Welt. Wir leben in einer Welt, in der wir die Botschaften, die da oft so drin schlummern, draußen brauchen. Ja. Ja.
Ja. Und vor allen Dingen auch sinnerfüllte Botschaften, ja, also oder sinnerfülltes Tun, weil ja, da, also es gibt, ich sehe das ja auch in den Coachings, die ich mache, diese Berufungscoachings, dass einfach da was raus will und das ist so wertvoll, das auch zu teilen und dass wirklich auch so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Das ist super, ja. Das braucht es gerade. Ja, und wir haben auch einige Kunden, das sind es gar nicht mal so viele, aber wenn man eine sehr spitze Zielgruppe hat, ist es auch einfach unglaublich schön, diesen ausgewählten Menschen, und das ist halt mit online wunderbar, weil die können auf der ganzen Welt sitzen, ja. Ja, diesen ausgewählten Menschen zu helfen und auch wirklich exakt den Menschen zu helfen. Das ist so das, warum ich online so unglaublich liebe, weil man damit im Prinzip mal wegkommt von dieser Lokalität, also man ist dann Ortsunabhängigkeit, und man missversteht diese Ortsunabhängigkeit so oft, weil man denkt immer, ja, wenn ich ortsunabhängig bin, dann kann ich mich unter eine Palme setzen. Das ist schön, das stimmt auch, also das passt schon auch, also ist gut, ja. Aber darum geht es im Wesentlichen überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass ich unter einer Palme sitzen kann, es geht nicht um mich, es geht um meine Kunden, ja. Dass die unter einer Palme sitzen können. Und egal, wo sie sind, quasi meine oder von unseren Kunden die Leistungen quasi oder die Hilfen quasi in Anspruch nehmen können. Mhm. Damit hast du quasi mit so Online-Kursen oder Online-Kongressen eine Möglichkeit oder online generell die Möglichkeit, ein riesiges Spektrum zu erreichen generell an Menschen, eben unabhängig von dem Wohnort, wo du halt bist. Mhm. Und dadurch, also du hast im Prinzip 100 Millionen Deutschsprachige, wenn du jetzt im deutschsprachigen Raum unterwegs bist, sind es 100 Millionen Leute, die Deutsch sprechen, ja, auf der ganzen Welt irgendwo. Und du hast im Prinzip alle diese 100 Millionen, kannst du potenziell erreichen. Und dadurch, dass du jetzt so viel erreichen kannst, kannst du genau die Zielgruppe raussuchen, die genau dir auch selbst entspricht und die genau zu dir passt. Und da sind halt einfach Leute auf dieser Welt, die brauchen die Botschaft genau von dir, von niemandem anders. Ja? Du erreichst genau die Leute, die zu dir passen. Du erreichst genau die Leute, die genau die Hilfe von dir brauchen, mit deinem Humor, mit deiner Art und Weise, das dann darzustellen. Mhm. Und das ist was unglaublich Schönes. Ja? Und wenn es halt 10 sind oder wenn es halt 50 sind, und die einfach, was weiß ich, dann sitzt einer in Hawaii oder irgendwas und sagt, danke, dass du das machst. Das hat mir so unglaublich geholfen. Ich meine, da hat sich schon viel gelohnt dafür, ja. Und ich glaube natürlich auch, was uns ja auch diese Corona-Krise oder wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, überhaupt diese Zeit, das erste Halbjahr 2020 gezeigt hat, es ist wirklich so, dass wir uns viel mehr auch noch vernetzen dürfen und online das auch wirklich nutzen dürfen, was uns diese technische Plattform bietet. Und das hat sich gezeigt. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es mein Business eher beschleunigt hat als gebremst hat. Gott sei Dank hatte ich aber, ich meine, ich hatte auch Jahre, die nicht so erfolgreich waren und habe aber immer drauf gehört und hatte immer im Hinterkopf, mach mehr online, sei ortsunabhängig. Einerseits okay, weil ich mich nicht festlegen wollte. Okay, also örtlich meine ich, da habe ich immer noch, bin ich immer noch auf der Suche nach einem Ort, der mich wirklich anspricht, wo ich wirklich so mich total wohlfühle. Aber es ist wirklich auch so, dass das so viele Möglichkeiten bietet, wie du sagst. Ja, es ist. Ja, und ich glaube auch, das hat uns jetzt diese Zeit gezeigt, dass wir da einfach noch diese Möglichkeit nutzen dürfen. Absolut, das ist wirklich ganz schön. Also auch gerade so die Akzeptanz von online ist viel größer geworden. Man merkt auch, also das Witzige ist ja immer, man denkt ja von online immer so, das ist online ist ein schlechtes Offline. Oder ja, oder das, was halt offline geht, das geht online halt halb so gut. Ne? Das stimmt, in wenigen Bereichen stimmt es tatsächlich, obwohl es erstaunlich ist, was man tatsächlich. Das, was man sich offline eigentlich immer so vorstellt, auch online abbilden kann. Mhm. Tatsächlich gibt es aber so viele schöne Sachen, die dazukommen, die man offline überhaupt nicht hat. Mhm. Ja, diese Aufzeichnung zu machen oder von zu Hause an einem Meeting teilzunehmen oder also keine Fahrtkosten, keine Ansteckungsgefahr und keine Schnupfen und kein Nichts. Total, also viele, viele Sachen, die dazukommen. Und die vergisst man oft. Und wenn man das mal so ein bisschen, so fühlt, ist es erstaunlich, wie haptisch online eigentlich ist oder auch geworden ist, muss man auch sagen. Das stimmt. Ja, also sind tolle Zeiten, in denen wir leben. Man kann über das Internet sagen, was man möchte, ja. Hat auch viele, viele komische Ausprägungen, ist ganz klar. Aber es ist auch wirklich unglaublich toll. Es sind unglaublich tolle Möglichkeiten, die man damit hat. Ja, das finde ich auch. Wunderbar. Okay, lieber Gregor, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für all deine Einsichten. Ja. Und hast du noch irgendwie so ein schönes Schlusswort, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest,
über Online-Business, aber auch über organisches Wachstum. Einfach so nochmal so eine Schlussweisheit. Eine Schlussweisheit? Oder so ein eher Schluss, Gold-Nugget-Schlusssatz. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr stark darum geht, also eben nicht eins von beiden, sich nicht für eins von beiden zu entscheiden, sondern das beides zu verbinden. Also ich habe oft so auch Probleme mit diesen rein esoterischen Geschichten, wo ich auch merke, so, da hängt auch was. Ja? Man kommt dann, was weiß ich, kommt da auch nicht, oft nicht weiter. Also ich finde diese Kombination aus diesem, oder dieses Bewusstsein, dass ich auf diesem Lebensfluss sitze und trotzdem auch ein Paddel in der Hand habe, dass die ursprüngliche Kraft des Lebens, ja, diese Kraft, die Äpfel auf den Bäumen wachsen lässt und diesen Fluss zum Fließen bringt, ja, dass diese Kraft, dass ich mich auf die verlassen darf und in die auch voll reinsetzen darf, mit all dem, was ich genießen kann und mit all den Lust und der Freude auch diese Kraft genießen darf und trotzdem die Möglichkeit und trotzdem noch ein Paddel habe, mit dem ich auch paddeln darf. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein von diesen beiden Dimensionen, dieses Vereinen, also sich das gleichzeitig sich zu spüren als Person, als Individuum, als Getrenntes sozusagen und gleichzeitig auch dieses Wissen in dieses allverbundene, quantenphysikalisch sozusagen, diese Illusion, dass man eigentlich überhaupt nicht, dass man mit allem verbunden ist und dass man gar nicht, dass es sowas wie eine Trennung gar nicht gibt, dieses gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist so einer der, ja, zumindest für mich momentan Meisterschaften. Ja, ich glaube auch zu sehr abgehoben und in diesem Spirituellen verhaftet, bringt uns nicht weiter, weil wir leben auf dieser Erde, auch wenn, ja, wie du sagst, manche sagen, das ist eine Illusion. Und es geht aber darum, das finde ich witzig, weil die Engel das auch immer wieder sagen, es geht darum, dass du hier auf der Erde so viel Spaß wie möglich hast. Natürlich nicht, indem du über Leichen gehst, aber dass du für dich persönlich genießen kannst und so viel Spaß wie möglich hast und einfach erfüllt bist, dein Ding machst, deinen Herzensweg gehst. Und ja, wunderbar, dass du da auch die Menschen oder ihr, du mit deiner Frau zusammen und mit dem Team, die Menschen dahin auch unterstützt. Gregor, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview, für deine Zeit, für diese super wertvollen Einsichten von dir und ja, danke ganz dir. Herzlichen Dank.